In Beelitz gab es am Abend einen tragischen Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Ballon im Rahmen der Startvorbereitungen in Bewegung. Er war zu diesem Zeitpunkt noch an einem Pkw fixiert. Die Wucht riss das Fahrzeug um, welches dann einen nebenstehenden Passanten traf. Für ihn konnten die Retter nach Polizeieingaben nichts mehr tun. Er starb an den Unfallfolgen. Ja, hier auf dem Ballonlandeplatz in Beelitz hat sich nach vorliegenden Erkenntnissen während der Startphase eines Ballons eine unkontrollierte Bewegung stattgefunden des Ballons. Die Fahrgäste befanden sich zu dieser Zeit noch außerhalb des Ballonkorbes. Und der Ballonkorb war nach vorliegenden Erkenntnissen an einem Fahrzeug noch fixiert. Und durch diese unkontrollierte Bewegung des Ballons ist dieses Fahrzeug hier über den Platz geschleudert worden und hat einen umstehenden 70-jährigen Passanten erfasst, der an den Unfallfolgen gestorben ist. Ja, also bei unserem Eintreffen kam dann auch Notarzt und Rettung. Natürlich waren die übrigen Fahrgäste schwer schockiert, sodass sie auch am Unfallort Notfallseelsorger zum Einsatz kamen, die sich dann um den Ballonfahrer, aber auch um die übrigen Fahrgäste gekümmert haben.